Wir freuen uns total, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Sie sind ja jetzt 100 Tage im Amt als parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Verteidigung. Inwieweit hat sich denn Ihre Arbeit seitdem jetzt verändert, seit Sie das angefangen haben? Ich glaube, das ist heute mein erster Wahlkreistag seit vielen Wochen. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass die Krise in der Ukraine uns im Bundesverteidigungsministerium nicht nur stark beansprucht, sondern das am Ende auch dafür sorgt, dass ich ganz, ganz wenig Zeit hier in meiner Heimat verbringe. Sie sind ja jetzt das erste Mal in den Bundestag eingezogen als Direktkandidat. Inwiefern ist es für Sie vielleicht persönlich etwas anders vom Gefühl her? Fühlen Sie sich da mehr verantwortlich für dann? Also ich habe das nie für mein Ego gebraucht. Das wurde ich tatsächlich schon ein paar Mal gefragt, ob das irgendwas verändert an der persönlichen Situation. Ich habe immer schon Politik gemacht für die Menschen hier in der Südpfalz. Und ob das über die Liste war oder mit dem Direktmandat, ändert für mich erstmal nichts. Es ist eine große Verantwortung, die man hat als Abgeordneter der Region, die man spürt. Und das ist auch gut so. Ich vertrete die Menschen meiner Heimat in Berlin und da ändert nichts, ob ich jetzt direkt gewählt bin oder über die Liste gewählt bin. Wo ist der Unterschied zwischen einem normalen Staatssekretär und dem parlamentarischen? Die beamteten Staatssekretäre wirken nach innen ins Ministerium. Das heißt, es sind die Verwaltungsleitungen, die stehen Abteilungen vor. Die parlamentarischen Staatssekretäre vertreten die Ministerin nach innen und nach außen. Also wir sind die Stellvertreter, wir dürfen auf Konferenzen. Ich darf im Bundeskabinett teilnehmen. Das habe ich übrigens auch schon dreimal gemacht. Morgen ist die nächste Sitzung des Bundeskabinetts, da werde ich auch wieder teilnehmen. Das dürfen beamtete Staatssekretäre nicht, das dürfen nur die parlamentarischen. Und parlamentarische Staatssekretäre müssen Mitglied des Deutschen Bundestages sein. Das sind Beamtete nicht. Wie sieht denn dann mit Ihrem neuen Job Ihr Alltag aus? Ich verbringe viel mehr Zeit im Ministerium. Das hatte ich vorher so nicht. Ich habe dort ein ganz, ganz großes Team, das mich unterstützt im Ministerium. Ich verbringe viel mehr Zeit in Flugzeugen tatsächlich als früher. Ich habe früher immer versucht, ganz viel Bahn zu fahren. Und heute muss ich aufgrund der Termindichte auch mal mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr fliegen. Das heißt, wenn ich ins Ausland muss, in Libanon, aber auch nach Frankreich, muss ich aufgrund von sehr, sehr kurzen Verpflichtungen die Flugbereitschaft nehmen. Also man hat auf der einen Seite Annehmlichkeiten, die man vorher nicht hatte, aber die eine Notwendigkeit darin haben, dass der Terminkalender in so einem Halbstundentakt immer irgendwie stattfindet. Das Leben ist noch fremdbestimmter geworden. Also es war vorher schon so, dass man als Wahlkreisabgeordneter sowohl in Berlin als auch im Wahlkreis immer ganz viele Verpflichtungen hatte. Aber jetzt gibt es Notwendigkeiten, für die man irgendwie so gar nicht mehr oder zu denen man gar nicht mehr Nein sagen kann. Wenn die Ministerin fragt, Staatssekretär, vertritt mich mal bei der EU-Verteidigungsministerkonferenz, dann sagt der Staatssekretär nicht, oh nee, da habe ich kurz keine Zeit, da muss ich vielleicht mit A oder B telefonieren. Und dann sagt man, jawohl, Frau Ministerin, wird gemacht. Und so fremdbestimmt ist das mittlerweile alles. Das klingt, als hätten Sie tatsächlich nicht nur sehr viel zu tun, sondern auch sehr, sehr viele Überstunden. Stimmt das? Es gibt bei uns keine Überstunden. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist tatsächlich die krasseste Zeit meines Lebens. Erstens dieser unfassbare Krieg zwischen Ukraine und Russland, dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg, den Putin dort macht, der hat von einem Tag auf den anderen nochmal alles bei uns im Ministerium auch verändert. Die Abläufe, die Verantwortlichkeiten, aber auch die Verantwortung, die man fühlt, weil am Ende haben wir auch deutsche Soldatinnen und Soldaten an die Ostgrenze der NATO geschickt, die im Zweifel unser Bündnisgebiet verteidigen. Und das liegt mit in meiner Verantwortung. Und wenn man sich überlegt, dass am Ende natürlich auch Menschen in diesen Uniformen stecken und wir für diese jungen Menschen Verantwortung tragen, dann ist das was, was man auch als Belastung natürlich mitnimmt. Ich finde es aber gut und ich versuche das niemals abzulegen, das niemals zu vergessen, dass am Ende darum geht, dass man Verantwortung für Menschen trägt. Wie vereinbaren Sie Job und Familie denn, wenn Sie auch gerade so viel unterwegs sind und so viel zu tun haben? Momentan gar nicht. Also ich glaube, ich habe meinen kleinen Sohn und meine Frau in den letzten Wochen ganz wenig gesehen, über FaceTime ab und zu. Und es bricht mir immer noch das Herz, wenn ich dann nur mal wenige Stunden Zeit habe für die Familie. Stichpunkt Fremdbestimmung. Was sind so Sachen, die Sie vielleicht nicht mehr dürfen? Inwiefern können Sie offen telefonieren? Sie haben erwähnt, Sie FaceTime nur ganz kurz mit Ihrer Familie. Gibt es da Einschränkungen für Sie? Also meine Anzahl von Handys und Tablets hat sich verdoppelt. Ich habe nämlich vom Ministerium ein sogenanntes Kryptotelefon bekommen, um auch Geheiminformationen telefonisch weitergeben zu können. Und ich habe jetzt so ein Tablet, bei dem der Akku gefühlte 2 Stunden hält, aber das auch geheime Dinge irgendwie darstellen kann. Und man achtet natürlich viel mehr auch auf solche Sachen. Ich habe im Alltag mittlerweile Fahrer, die mir zur Verfügung stehen, auch ein Auto, in dem ich rumgefahren werde. Also da hat sich tatsächlich schon einiges verändert. Auch in Sachen Sicherheit achtet man jetzt mehr drauf. Personenschutz hatte ich schon früher, wenn ich im Ausland war. Aber jetzt ist es natürlich, egal auf welcher Reise man ist, man hat Personenschützerinnen und Personenschützer um sich herum.
Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie jetzt plötzlich eine schützenswerte Person sind und konstant eigentlich nicht wirklich alleine? Also jetzt zu Hause ist das nicht der Fall. Da muss man Gott sei Dank nicht auf mich aufpassen. Aber wenn man im Ausland ist, gewöhnt man sich relativ schnell dran. Aber es ist nichts Erstrebenswertes, weil da steckt ja was hinten dran. Es gibt ja einen Grund, warum man geschützt wird, wenn man zum Beispiel in Beirut unterwegs ist. Und es ist, weil es eine Bedrohungslage gibt. Also kein schönes Gefühl. Man fühlt sich auch nicht cooler, man fühlt sich auch nicht wichtiger, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit da. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich das hier nicht brauche. Was bedeutet das konkret für Ihre Arbeit, was Sie machen? Gerade die Situation jetzt? Ich bin der Stellvertreter der Verteidigungsministerin. Das bedeutet für mich, ich bin in allen Lagebesprechungen dabei, wenn es um die Situation in der Ukraine geht. Ich vertrete die Ministerin aber auch auf internationalen Konferenzen. Nur ein Beispiel, ich habe letzte Woche an 2 Treffen der EU-Verteidigungsminister teilgenommen, einmal in Toulouse und einmal in der digitalen Videokonferenz und habe dort die Position Deutschlands erläutert. Ich durfte die Rede für unser Land halten und die Ministerin dort vertreten bei den Aufgaben. Anfangs des Konflikts war die Bundesregierung ja noch strikt gegen Waffenlieferungen. Wir haben Helme gesendet. Das hat sich jetzt ja mittlerweile auch geändert. Es wurden ja doch Panzerabwehrwaffen geliefert. Was war eigentlich der Grund für diese doch 180-Grad-Umstimmung? Die Eskalation des Konflikts. Die Helme übrigens, die Sie ansprechen, sind sehr gut angenommen worden und wir haben viele Rückmeldungen der Ukrainer, die sich sehr darüber gefreut haben, dass wir diese Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt haben. Die Freude über die Flugabwehrraketen und über die gelenkten Panzerabwehrwaffen ist natürlich auch groß. Schlimm genug, dass wir in so einen Konflikt eingreifen bzw. dass wir in so einen Konflikt unterstützen müssen, aber es war nötig und es war an der Zeit. Am Ende war es eine Absprache auch zwischen europäischen Partnerinnen und Partnern und wir haben gemeinsam mit anderen entschieden, dass wir auch letale Systeme zur Verfügung stellen. Die Erhöhung der Ausgaben, ist das jetzt rein dadurch, dass der Konflikt mit der Ukraine jetzt eskaliert? Es wirkt dann doch sehr reaktionär auf die Situation. Als ich 2013 in den Deutschen Bundestag gekommen bin, lag der Wehretat bei 32 Milliarden. Es ist uns gelungen, den Wehretat in den letzten Jahren bis zu fast 50 Milliarden zu steigern. Unser großes Problem ist, dass der Teil, der ausgegeben werden konnte für Investitionen, immer noch sehr gering war. Im jetzigen Etatansatz bei knapp 10 Milliarden. Die 100 Milliarden werden genau dafür eingesetzt, um die Lücke, die entstanden ist in den letzten Jahren, so bis zu 42 Milliarden, um die aufzufüllen. Also am Ende auch dem so ein Stück weit entgegenzutreten, wenn Leute sagen, wir rüsten auf. Am Ende rüsten wir aus und füllen genau das auf, was die Bundeswehr braucht. Wir lösen damit auch so ein Stück weit die Verpflichtungen ein, die wir eingegangen sind auf Ebene der NATO, aber auch der Europäischen Union. Da wurden viele Fähigkeiten abgefragt, die die Bundeswehr einfach nicht zur Verfügung stellen konnten. Aber wie gesagt, wir machen das. Und genau das wird jetzt passieren mit den 100 Milliarden. Allein dadurch, dass ja jetzt auch die Ausgaben für das Militär oder die Bundeswehr generell gestiegen sind, wird es oft angesprochen oder in Frage gestellt, kommt jetzt wieder eine Wehrpflicht? Und passend natürlich zum Weltfrauentag, wird das dann auch für Frauen kommen? Wäre meiner Meinung nach nur fair, aber wie sehen Sie das? Eine Wehrpflicht würde die Bundeswehr gerade in besonderer Weise überfordern. Ich erinnere noch sehr, sehr gut, ich glaube 2011, 2012 war es, als die CSU und Karl Theodor zu Guttenberg die Wehrpflicht ausgesetzt haben. Damit aber auch alle Einrichtungen, die man für die Wehrpflicht braucht, zurückgebaut haben. Es gibt keine Kreiswehrersatzämter, es gibt keine Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr, es gibt keine Unterkünfte, es gibt auch keine Ausrüstung, die für Wehrpflichtige tauglich wäre. Und wenn wir jetzt die Wehrpflicht wieder einführen, würden wir die Bundeswehr wahrscheinlich für die nächsten Jahre lahmlegen. Deshalb argumentieren wir und versuchen ganz stark darauf hinzuwirken, dass wir die 100 Milliarden, die wir zur Verfügung haben, für eine bessere Ausrüstung, für eine bessere Ausstattung unserer sehr, sehr professionell aufgestellten Berufsarmee zur Verfügung stellen und wir einfach keine Wehrpflichtigen brauchen. Angenommen jetzt, weil es mich einfach tatsächlich wirklich interessiert, es gäbe eine Wehrpflicht, wäre die tatsächlich auch für Frauen? Also wenn Sie rein jetzt fiktiv annehmen würden, dass man eine Wehrpflicht einführen könnte, wogegen ich immer noch bin, dann müsste die selbstverständlich aus Geschlechtergerechtigkeitsgründen auch für Frauen sein. Es geht ja dann auch eigentlich fast schon direkt wieder zurück nach Berlin. Wie kommen Sie dann jetzt dahin? Der Fahrer wird mich morgen früh kurz nach 6 abholen. Dann nehme ich einen der ersten Flüge, die von Frankfurt abgehen. Dann geht es direkt vom Flughafen ins Bundeskabinett, vom Bundeskabinett aus rüber ins BMVG. Und dann beginnt der normale Alltag im Ministerium. Na klar. Dann wünsche ich Ihnen eine absolut gute Heimreise, einen guten Flug. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und viele Grüße auch an alle Südpfälzerinnen und Südpfälzer, die sich das Gespräch gerade angeschaut haben. Ich hoffe, wir finden alle bald wieder die Zeit, uns nach der hoffentlich bald überstandenen Covid-Pandemie
Und wenn die kriegerische Auseinandersetzung in Russland und in der Ukraine es zulässt, uns häufig wieder zu treffen. Entweder hier in dieser wunderbaren Location oder auch bei vielen anderen Gelegenheiten in der Südpfalz. Ich will die Gelegenheit aber nutzen und allen Menschen danken, die sich so sehr für die Menschen in der Ukraine gerade engagieren. Ich weiß, es wurden viele Hilfsgüter gesammelt, viele Menschen haben sich auf den Weg gemacht, um konkret zu helfen. Ich weiß aber auch, dass viele gerade Geflüchtete aufnehmen und denen vor Ort tatsächlich mit Taten zur Seite stehen. Dafür mein herzliches Dankeschön und mein Wunsch an Sie alle, bleiben Sie gesund. Viele herzliche Grüße.